neuen Folge von der Hertha-Karriere, der Hertha-Sprint to Glory bei uns. Wir sind jetzt in der, schon, ich hatte schon mal vorgespult, zur zweiten Saison. Mal gucken, was heute alles passiert. Und ich bedanke mich erstmal noch dafür, für die letzten, für vom letzten Video, da haben wir schon eine sehr große Aufrufzahl noch hinbekommen. Bedanke ich mich auf jeden Fall dafür und auch für den letzten Stream. Mega viele Likes bekommen auch und kann man einfach nur Danke sagen. Und das hätte ich jetzt erstmal nicht so erwartet. Wir haben auch ein Transferbudget von 133 Millionen. Also bin ich sehr, bin sehr gespannt, was passiert heute. Wen wir alles so kaufen können und wen wir auch verkaufen. Und wie gesagt, Tom Kaiser ist ausgeliehen. Den verleihen wir natürlich erstmal. Am Ende unsere Transferliste an. Also Jahrstein, Selke, Klünters, Askasiba, Löwen, Dardai möchte ich gerne verkaufen. Čović, Jastremski, Rieden, Albrecht, den anderen Dardai, Luka Netz, Rekik und Gasch möchte ich gerne ausleihen erstmal. Also schon gut gefüllt. Vielleicht kommt noch das ein oder andere Transferangebot für jemand anderen noch rein. Ein Leihangebot für Albrecht mit Kaufoption von Wolfsberg. Das würde ich auch gerne delegieren und auch gerne 2 Jahre. Weil Albrecht noch relativ jung ist, gerade mal 19 Jahre alt. Dann kann man da vielleicht auch ein bisschen spielen, vor allem in der österreichischen Liga. So, Albrecht haben wir ausgeliehen. Schon mal, da haben wir den ersten, den wir ausleihen. Und dann gibt es jetzt auch gleich noch ein Leihangebot für Luka Netz. Der steht auch auf der Transferliste da von Hoffenheim. Und da auch mit Kaufoption. Und auch hier möchte ich ihn gerne nicht verkaufen, sondern er bleibt, soll für 2 Jahre gerne nach Hoffenheim gehen. Dagegen habe ich nichts. Kann da vielleicht auch spielen. Interessant, Ken, über ein Gut. Ja, für Davy Selke finde ich gut. Für Davy Selke ist immer gut. Parma will den holen. Parma kann ihn gerne haben. Parma kann ihn gerne haben. 6 Millionen. Das delegieren wir. Das schafft schon mein Assi. Das schafft schon mein Assistent. Ein Selke brauche ich wirklich nicht. Das ist so eine Pflaume. Ich spann nicht mit. Griechenland Japan geholt. Interesse an Ricci und Netz ist ausgeliehen. Ja gut, also müssen wir unsere Mannschaft auf jeden Fall verbessern, weil wir spielen Champions League, dann müssen wir auf jeden Fall was dran ändern. Transfer hier auch Ressource. So, und jetzt Rune Jahrstein über Einkunft bei Davy Selke. Egal. Ja, 5 Millionen hier Zeitmarktwert ist mir relativ egal. Weg mit ihm. Ja, auch hier. Das seien die 570, ja. Guinarisch. Macht es. Er hat sich ja nochmal verschlechtert in der Gesamtstärke. Bringt ja nichts. Er ist ja schon 36. Ist natürlich auch keinen Sinn. Noch ein Angebot. Ja, der HSV. Der HSV will ihn haben, unbedingt. Ja, also. Soll ihn haben. Ist ja egal, jetzt 5-5. Ist relativ wurscht. Jetzt brauche ich nicht Stillstand. Och, als ob. Bei Davy Selke. Der HSV hat am Ende doch das Rennen gemacht. Das ist nicht der Ernst. Das ist auch geil. Der Oscar Schulte. Sieht gar nicht so schlecht aus. Obwohl, ist nicht so gut. Doch, der Kremer ist nix. Ja, das bleibt doch das einzige Talent. Ein Angebot für Reke wenigstens. Der jetzt hier wahrscheinlich nicht so die große Rolle spielen wird. Das Transferangebot für Cefuic.
Da müsste jetzt aber auch eine stattliche Summe rauskommen, dass ich den verkaufe. Aber klar, warum nicht? Gucken wir mal. Neapel. Also ich bin ja ganz ehrlich, 40 Millionen hätte ich dann doch schon. Ja. Und da ist Neapel komplett raus. Die wollen nichts zahlen, ich schwöre es. AC Mailand bietet für Askasiba. Da steht er auf der Transferliste dann. Rekik leihen wir aus an Real Valladolid. Dann geht schon unserem ersten Spiel entgegen. Santiago Askasiba ist verkauft, wechselt zu AC Mailand. Wir kriegen auch noch ein Angebot von Praga für Lukas Klünter. Den delegieren wir jetzt auch einfach mal. Lukas Müller wechselt zu Real Madrid. Ja, interessant. Transferangebot auch für Lukas Toussaint. Bashashir will den haben. Habe ich safe falsch ausgesprochen. Reden gehen wir gerne 2 Jahre her. Lukas Toussaint, 30 Millionen. Der Franzose wäre dann nur eine Saison da gewesen. So, dann gehen wir rein mal in die Sachen. Also, Lukas Toussaint, wichtiger Spieler für uns. Ich gehe jetzt mal auf 40 Millionen. Boah, weit weg sind die nicht. Wir bleiben aber bei 40 Millionen. Ich glaube, das zahlen die sogar. 40 Millionen für Lukas Toussaint und Benfica zahlt das. 40 Millionen, der ist gerade mal 24,5 wert. 40 Millionen, wir bräuchten echt dann einen neuen Sechser. Klar, wir könnten auch Arne Meyer dahin trainieren. Bei den hätte ich gerne erstmal als Backup. Hey, komm, wir spielen das Schnellsimulation. Gegen Hannover 96 gewinnen wir 4:0. Kunja trifft doppelt und Piontek und Luke Bakio. 4:0, ein sehr guter Erfolg gegen Hannover 96. Die sind ja, zumindest finde ich, alles durch aufgestiegen. Dann auch Blackenhardt hat. Jetzt kommen ein paar Angebote. Also auch Emmen jetzt mit einem Angebot für Janis Gasch. Auch hier verleihen wir den Kollegen. Und Wieden wird hoffentlich 2 Jahre rausgehen. Also viele Stoppuhren jetzt hier. Die Einkunft bei Lukas Klünter. Der ist an Jessica Gangkamp zum VfB Stuttgart, ja, für 1 Jahr. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Sich da entwickeln. Lukas Toussaint wirklich verkauft, also das heißt natürlich, wir brauchen unbedingt einen neuen Spieler. Gasch geht für 2 Jahre hoffentlich nach Emmen. Und auch an Löwen sind Leute dran. Habe ich jetzt aber. Ist ja nicht erste Mannschaft, darum delegieren wir das Ganze. Mit Tonali, glaube ich, da als Weg, sondern Zakaria hätten wir auch noch. Da läuft der Vertrag sogar aus anscheinend. Also wie gesagt, wir gehen bei Tonali mit.
bieten jetzt erstmal 50 Millionen. AC hätte gerne mehr, kann ich verstehen, aber wir gehen jetzt auf 60 Millionen und da hat AC Bock da drauf. Er schlägt sogar selber vor. Will ein bisschen mehr Gehalt, ist aber gut. Sandro Tonali ist jetzt bei der Hertha und wechselt für 60 Millionen zu Hertha. Marktwert war bei 5. Ja, also wir haben ein bisschen mehr als den Marktwert ausgegeben. Gott im Himmel. Und ist auch direkt Stammspieler bei uns. Da Löwen geht raus und Sandro Tonali geht für ihn rein. Also Guendouzi und Tonali jetzt auf der 6. Für uns Hernandez. Okay, Gangkamp wechselt für ein Jahr zur Leihe nach Stuttgart. Ein Angebot für Momo Čović. Ich weiß, da steht Maurice, aber jeder nennt ihn sowieso Momo. Also. So. Ja, jetzt habe ich Kurzleihe gemacht. Das wollte ich eigentlich nicht. Barcelona will Piontek haben. Okay, ist natürlich sehr interessant, der 26-Jährige. Ich feiere Piontek in echt super. Ich mag diesen Spieler auch, mochte ihn schon bei Sampdoria und auch, nee, oder was? Sampdoria? Also auf jeden Fall in Genua und auch bei AC fand ich ihn schon super. Im Moment hat Cordoba irgendwie besser. Wir gehen jetzt mal auf 60 Millionen. Vielleicht hat der Barca Bock, die zu zahlen. 44 und eine Kaufoption. Bleiben wir bei 60 Millionen. Ich glaube, die haben da Bock drauf. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Dann bleibt Piontek bei uns. 50 Millionen. Wir gehen da jetzt mal nochmal 5 hoch. 55 Millionen finde ich schöner. Ne, Barcelona hat keinen Bock da drauf, diese 5 Millionen mehr auszugeben. Gut, die haben es auch nicht so gern mit der. Die haben es ja nicht mehr so dicke mit der Knete. Aber den hätte man eher auf jeden Fall mal noch hinlegen können. Das wäre jetzt nicht so das Problem gewesen. Wie gesagt, Eduard Löwen läuft ja noch. Klünter über Elfenbeinküste bietet einen Job an. Juckt mich nicht. Rieden wird ausgegeben für 2 Jahre und Klünter wechselt zu Braga. Das ist doch auch schön. Das heißt für uns, wir brauchen einen neuen rechten Verteidiger. Probieren es jetzt mal bei Mukiele. Hatte ich auch noch nie eine Karriere im Karrieremodus bei mir in einer Mannschaft. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir bieten jetzt erstmal 50 Millionen. Vielleicht hat er ja 82 plus eine Weiterverkaufsgebühr. Bist du denn noch zu retten, Guardiola? Gut, wir gehen ein bisschen höher. Fordern möchten gerne 75 Millionen. Ich glaube, das nehmen die safe an, ja. Ist auch ein bisschen zu hoch gewesen, glaube ich, aus meiner Sicht. Da war ich ein bisschen zu hoch. Aber er kann Innenverteidiger auch spielen, Nordi Mukiele. Wir übergehen das mal. Der Freigabesumme. Okay, der hätte gerne ein bisschen mehr Gehalt. Okay, und dann ist Nordi Mukiele neu. Ein neuer Rechtsverteidiger haben wir gebraucht. Und Nordi Mukiele wechselt von Man City zu Hertha BSC. Für 75 Millionen. Da war ich ein Tick zu hoch einfach. Den hätte ich auch billiger bekommen können. Klar, er ist 51 wert, aber er hat ja auch noch ein gutes Potenzial. So ist es nicht. Aber ich glaube, da war ich ein Tick einfach zu hoch. Okay, der übernimmt jetzt erstmal rechts. Wird auch gleich gegen Bremen zum Einsatz kommen. Mal gucken, wie es gegen Bremen in der Schnellsimulation läuft. Wir gewinnen 2-1. Marvin Plattenhardt und Luke Bakio treffen beide. Stuttgart schlägt Hannover. Stuttgart war ja in der letzten Saison bei mir in der Karriere mega schwach. Ja, und wir gehen hier erstmal mit 6 Punkten durch. Also wirklich. Das leihen wir aus zu M für 2 Jahre. Stremski
Wir haben viele Spieler, die gerne, wo ich euch sage, warum, da müsste noch ein Transfer irgendwie gehen. Das wäre irgendwie noch. So, heute nehmen wir an. Manchester City, Dynamo Kiew und Sparta Prag. Also gute Chancen haben wir auf jeden Fall, europäisch zu bleiben. City ist zwar schon ein sehr starker Gegner, aber prinzipiell den Rest in der Gruppe können wir eigentlich gut schlagen. Gegen den HSV spielen wir nur unentschieden, obwohl die ein Mann weniger sind. Ich nehme schon mal die ersten Punkte mal ab. Gut, die waren jetzt Achter in der Tabelle, aber trotzdem. Stremski ist ausgeliehen und jetzt gibt es noch ein paar Angebote. Also Cardiff City hätte gerne Palco Datei. Können wir eigentlich so machen, das ist eigentlich kein schlechtes Angebot. Viel für den bekommen wir sowieso nicht. Ja, Luca Bacchio, so. Atletico Madrid. Wir verhandeln. Okay, wie gesagt, der ist schon eine Menge wert auch. 3% Weiterverkaufsgebühr können wir im Arsch kriegen. Wir gehen jetzt nochmal 70 Millionen. 61, wir kommen ein bisschen näher. Letztes Angebot 70 Millionen für Todi Luke Bacchio. Und das ist auch Diego Simeone zu viel. Čović ist ausgeliehen und Eduard Löwen bleibt auch erstmal bei uns. Also Zinchenko oder Theo Hernandez. Theo ist halt jünger. Leo hat ihn zwar gerade gekauft. Aber dann gucken wir einfach mal. Wenn nämlich Mittelstädt als linken Mittelfeldspieler einplanen. Millionen. Gehen wir ein bisschen runter auf 50 Millionen. 62, jetzt wird schon so ein bisschen eng. Ich versuche es mal unten auf 60 runter zu biegen. Ist zwar auch eine Menge Geld, aber wir haben es im Moment. Freigabe mal, hauen wir ihn rein. Ja, jetzt kommt zum Gehalt. Ich biete ihm jetzt mal genauso viel wie bei Lyon. Das macht er, der kommt. Also Theo Hernandez ist unser neuer Linksverteidiger, kommt über Umwege jetzt zu uns. 40 Millionen ist er wert. Wir haben 60 für ihn ausgegeben. Also das ist natürlich auch. Das heißt, wir tauschen hier einmal durch. Da kommt jetzt Plattnert hin. Und hier sitze ich. Ja, tut mir echt leid für Marvin. Darida ist verkauft. Löwen nehme ich jetzt noch wieder runter von der Transferliste. Lies nochmal zusammen. Wir gucken uns nochmal den Transferverlauf an. Also die teuersten. Das ist trotzdem erst Milinkovic zu City für 126 Millionen, Koulibaly für 107 zu Real Madrid und Griezmann für 105 zu Liverpool. Richarlison wechselt auch für 79 Millionen. Ja, wir kaufen uns für 60, auch genau, kaufen uns für 75 Millionen Nori Mukiele, für 60 Millionen Tonali, für 60 Millionen Theo Hernandez, verkaufen für 40 Millionen Lucas Toussaint, Askasiba für 18,9, Selke für 5,5, Klünter für 4,5, 4,4,
Dardai für 1,5 und Lion Albrecht, Netz, Drekik, Dweeden, Gangkamp, Gash, Jastrzemski, Chobit und Chobit aus. Alle, glaube ich, für jeweils 2 Jahre. Also ist schon ein bisschen was passiert. Unser Kader ist auf jeden Fall kleiner geworden. Topleistung. Wir gewinnen 2-1. Deroson und Matheus Cunha. Also irgendwie läuft da. Warum wird Mittelstädt bitte für Tonali eingewechselt? Und Cifuig für Boyata. Und zum ersten Mal haben wir die Champions League. Zumindest kurz. So, dieser Dolphy in der Jugendabteilung. Spieltag. Ich hab wahrscheinlich. Ja, ich wusste es. Ich hab mal wieder die Kommentatoren angelassen. Ich hab schon überlegt, warte mal. Kann das sein, dass du mal wieder die Kommentatoren vergessen hast? Ja, ich habe sie mal wieder vergessen. Das ist ein. Super. So. Bevor die Champions League Hymne beginnt, Spieleinstellungen und. Ja, aber wenn ich Ultimate Team zum Beispiel zocke, habe ich die mal an. Das ist halt wirklich. So, ich hoffe, die sind jetzt raus. Ja, ich glaube. Champions League im Berliner Olympiastadion. Lang, lang ist her. Aber wir sind bereit für dieses Spiel. Wir wollen unbedingt gewinnen. Ja, auf jeden Fall kein einfacher Gegner. Die Gegner aus Kiew können alle den Ball kicken. So, dann sind wir hier gleich unsere Aufstellung. Das verändert sich halt nicht viel zum letzten Spiel. Ich habe keine Ahnung, warum das immer so aufgestellt wird. Ich verstehe es nicht, aber ich bin sehr aus Erfolg. Mal gucken. Bin sehr gespannt auf unseren Gegner, was der so kann. Und bin sehr, sehr gespannt auf unsere Neuverpflichtung mit Sandro Tonali, mit Nordi Mukiele und mit Theo Hernandez. So, hier sehen wir die Aufstellung von Kiew. Kennt man jetzt nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Den Zigankov kenne ich, aber sonst war es das auch eher. Und dann geht's rein ins erste Champions League, in die erste Champions League Partie. Hertha gegen Kiew. Gespannt, wie es losgeht. Und die erste Chance haben die Gäste aus der Ukraine gut gehalten von Schwolo. Das bisher nicht schlecht. Wir kommen nicht wirklich in die Zweikämpfe. Theo stört zwar. Tun uns schwer gegen ein Kiew, was ja auf jeden Fall mitspielt, was mitspielen will. Vielleicht jetzt nicht technisch so gut ist wie hier. Das könnte Abseits sein. Theo Hernandez stand nicht im Abseits und
Dann hat Theo Hernandez, unser Linksverteidiger, die erste Gelegenheit für uns. Kiew macht es nicht gerade einfach, uns hier zu spielen. Hier wir, die sehen den lang, die sehen den Ball eigentlich schon kommen. Kunja und der hält ihn fest. Letzte Aktion gewesen vor der Halbzeit. Ja, ich bin nicht schlecht, aber auch nicht wirklich besser als unser Gegner. Hat eine gute Chance durch Theo Hernandez in der ersten Halbzeit, aber ja, viel rumgekommen ist nicht. Zwar mehr Ballbesitz und so weiter und so fort, aber naja, das Unentschieden geht insgesamt schon in Ordnung. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir in der zweiten Halbzeit auf besser machen. Natürlich jetzt nicht in Rückstand geraten, sonst wird das hier noch schwerer. Hier zum Autoblock. Und Kunja, das 1:0 für uns. Natürlich Matheus Kunja, wer auch sonst. Einfach eine absolute Maschine, der Typ. Das kann man einfach nicht verteidigen. Das ist super gemacht, Tonali mit der Hacke und dann können du sie. Und dann macht er das natürlich super da gegen seinen Gegner. Geht da vorbei und haut das Ding ins lange Eck. Keine Chance für den Keeper. Ja. Matheus Kunja, erster Treffer, klar, logischerweise. Tag für Kunja und das ist das 2:0 für Hertha BSC. Doppelpack Matheus Kunja. Das war super gespielt. Von links schön auf ausgespielt. Theo Hernandez dann mit dem super Pass in die Mitte und Piontek legt den weiter und dann haut er den da natürlich auch super rein. Keine Chance. Kunja fast Stürmer schon, also das macht Spaß mit ihm da. Matheus Kunja, schönes Tor, schön gemacht. So, Theo geht jetzt, Maximilian Mittelstädt übernimmt das jetzt links hinten. Ja! Ja, er ist auf jeden Fall da. Er ist wach. So, Piontek geht mal, nicht schlecht gespielt. So, und jetzt auf eigenen Wunsch geht jetzt Löwen rein für Tonali. Ich lasse ihn jetzt mal die letzten paar, circa 24 Minuten noch spielen. Es gibt Elfmeter, Kunja haut da einfach drauf und ich glaube, das ist auch eine richtige Entscheidung, dass es jetzt Elfmeter gibt für uns. Gucken noch mal hin. Nein, obwohl, dem muss man vielleicht jetzt nicht komplett geben. Kunja auf jeden Fall mit der Chance auf sein drittes Ding. Ja, und das macht er auch dreimal, Kunja. Hertha für 3:0. Der Kunja einfach eine absolut starke zweite Halbzeit spielt. Da gar keine Chance, den Gegner. Das ist hier super. Schön gemacht, schönes Tor. Kann man nichts machen. Als Keeper. Ich wusste irgendwie, dass der rechts nach rechts springt. Ich habe keine Ahnung. Dreimal Kunja, 50. 62. und 64. Minute. Das gibt Elfmeter, gelb sogar noch oben drauf. Also das ist ja lächerlich.
Ich muss mir zwar jetzt nochmal angucken, wir gucken jetzt nochmal hin, das ist Ball und ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, warum er den jetzt abgefasst hat als Streich, als Elfmeter. Und Schwolo hält! Ganz stark! Schwolo hält diesen Elfmeter! Aber egal, am Ende wird es ein 3:0 für uns im ersten Champions League-Spiel. Kunja mit einem Dreierpack. Sehr, sehr stark und darum auch komplett verdient, dass er den Ball mitnehmen kann. Ein ganz, ganz wichtiger Erfolg für uns. Real Madrid spielt nur 1:1 gegen Kopenhagen, ist ja auch sehr interessant. Mal gucken, was dann City macht dann im anderen Gruppenspiel. Bin ich sehr gespannt, mal gucken. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Sehr starke Lösung von Kunja auch heute und dann... Unserem Niveau einfach. Kunja hat die komplett der zweiten Halbzeit dann auch. Und schöner Sieg für Löwen. Tap. Natürlich wird das jetzt erstmal interessant. Spielen natürlich mit der A-Mannschaft, simulieren das und spielen nun unentschieden 2:2. Gonzales in der 83. Minute. Also wirklich klappen wird es gegen die Mannschaften, die auch oben stehen, noch nicht. Dann haben wir die erstmal aus dem Kreuz. Das Spiel spielen wir jetzt auch selber. Gucken wir mal, Piontek bringt wieder an. Erstmal. Jetzt vier Spielen, in den letzten drei Spielen vier Tore erzielt Matheus Cunha. Das läuft auf jeden Fall sehr gut. Wieder mal wieder Olympiastadion, also ein Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Letztes Jahr, also in der letzten Saison bei uns, ja, in einer ganz anderen. Ganz woanders waren. Nicht oben mit dabei, sondern eher unteres Geschäft waren. Und hier die Aufstellung von Hertha BSC. Die Nummer 1. Gucken, was die sich da so zusammengeholt haben. Die Nummer 2. Zwei Tore im letzten Spiel. Sebastian Andersson, vier Tore in den letzten drei Spielen. Eigentlich auch die Champions League dazu, weil dann würde es mich nicht wundern. Wird wie gesagt sehr interessant sein. Mal gucken, auch was unser Stürmer heute macht. Unsere Stürmer. Ich gehe von aus, dass auch Cordoba heute auch wieder auf seine Einsatzzeit natürlich kommt. Und dann sehen wir uns die Aufstellung an. Schwolo im Tor, dann Hernandez, Togarinha, Boyata, Mukiele, Tonali und Guendouzi auf der 6. Lukobati rechts, Silverson links, Kunja als ZOM und Piontek vorne im Sturm auf der Bank. Körber, Mittelstätze, folgt Darida, Meier, Fatih und Cordoba. Horn im Tor bei Köln, dann Jago, Sörensen, Vogt und Schmitz, Skiri und Conciello, dann Kainz und Acuña und Risse und Andersson macht's vorne komplett. Und dann geht's los gegen den ersten FC Köln, Platz 2 gegen Platz 4. Mal gucken, wo es hingeht. Dabei für Luke Bacchio, der geht da jetzt auch mal die Seite lang. Zieht da einmal durch und hinten und jetzt doch noch Christoph Piontek mit dem Tor. Das 1:0, da habe ich eigentlich schon gedacht, die Situation ist geklärt von den Kölnern.
Aber Christoph Piontek macht den Ball dann doch noch rein. Hier nochmal, also Luke Bakio schießt da gar nicht schlecht und dann lässt Horn den prallen und irgendwie prallt er dann nochmal zu Piontek. Ja, ganz glasklarer Fehler der Kölner Abwehr. Und ganz stark drauf spekuliert von Christoph Piontek. Zweiter Treffer in dieser Saison. Unantastbar, so sieht's aus. Und ja, Piontek 2:0, Hertha in der 19. Spielminute. Piontek legt nach. Klasse gespielt mit Kunja zusammen. Ja, der nutzt das gerade komplett aus, dass er wieder von Anfang an spielen kann. Super gespielt und dann haut er ihn da hinten in die Maschen. Keine Chance für Timo Horn. 2:0, das läuft richtig gut. Piontek mit dem Doppelpack. Tonali sehr gut geholt. Wir gehen in die nächste Kontersituation. Und Piontek nimmt den direkt aus der Drehung. Der dreht sich aber zu spät. Sonst wäre es das 3:0 gewesen. Und Luke Bakio geht da ein bisschen. Sieht da Piontek! Und das will irgendwie nicht gerade mit dem Dreierpack. Sehr gute Flanke, Piontek, ja. Vielleicht wäre es die andere Kippe besser gewesen. Und der fällt den mitten im Angriff ab. Und es war gerade eine 2-gegen-2 Situation. Naja, egal. Bleibt ja beim 2:0. Piontek mit dem Doppelpack in der ersten Halbzeit. Auch ein sehr starkes Spiel von ihm. Ja, das ist schon sehr gut. Ja, Köln kommt nicht wirklich. Also sie sind nicht ungefährlich, sie machen auch viel nach vorne, aber sie kommen nicht wirklich in die gefährlichen Lagen. Das muss bitte auch so bleiben. In der zweiten Zeit, Mukiele. Und nur sie. Stark gemacht! Von ganz, ganz stark gemacht. Matheus Cunha mit dem 3:0 für die Hertha. Sehr gut gespielt. Sehr gut. Von allen da. Hier Dilrosun nochmal super und dann klasse Ball von Guendouzi. Matheus Cunha legt ihn dann nochmal zurück und legt ihn dann ins lange Eck. Timo Horn lässt er dabei keine Chance, an den Ball ranzukommen. Oh, fünfter Treffer für Matheus Cunha in der Bundesliga. Besser gewesen aus Cordoba. Bumm! Und 4:0. Interessanter Jubel. Dann steht es 4:0. Er trifft gegen die Ex oder den Ex. Das machen wir. Schön gemacht und dann stark von Cordoba gleich abgeschlossen. Keine Chance für Timo Horn. Ja, eingewechselt und gleich ein Tor. So will man das doch sehen. Erster Treffer in der Bundesliga, nachdem er ja letzte Saison komplett eskaliert ist. Bleibt dabei 4:0. Gewinnt die Hertha gegen den ersten FC Köln. Ein ganz, ganz wichtiger Erfolg für uns im Thema auch Champions League. Wir bleiben auch bisher ungeschlagen. Ja, auch wenn es ein bisschen komisch war. Das erste Tor von Christoph Piontek, der aber ein super Spiel gemacht hat mit dem Doppelpack. Leverkusen gewinnt, Dortmund gewinnt, Hoffenheim unentschieden und Gladbach schlägt Frankfurt. Interessant.
Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Grandioser Auftritt von Piontek, kann man nicht anders sagen. Ja, also darauf sollten wir uns nicht konzentrieren. Danke für das Gespräch. So ein bisschen freundlicher als das letzte Mal. Und dann gucken wir mal, was wir gegen Manchester City so hinbekommen. Im Etihad Stadium. Oh, die Mukiele. Ach stimmt ja, den haben wir ja von City geholt vor der Saison. Loud, proud, loyal, this is our city. Okay. City of Manchester Stadium. Also wird sehr interessant, ist klar, Manchester City klarer Favorit in dieser Gruppe. Wenn ich da schon sehe, Diaz, Carvajal, De Bruyne, Ederson, das sind dann schon allein schon vier Spieler, die wahrscheinlich sehr viel höhere Gesamtstärken haben als unsere Mannschaft. Aber wir dürfen uns nicht verstecken, das ist der erste Punkt. Champions-League-Turnier auf die Ohren, damit man das auch noch mal so richtig genießen kann. Angelino ist jetzt auch zugekommen, also manche Carvajal, Diaz, Laporte, Angelino, Rodri, Milinkovic, Savic ist ja stimmt, das war ja der teuerste Transfer, Bernardo Silva, Kun Agüero und Sterling, also das sind natürlich sehr, sehr starke. Sehr, sehr starke Gegner. Jiménez, Ferran Torres, Maris, Ganzela und auf der Bank, also. Da ist auf jeden Fall viel noch da, was City noch auf den Platz bringen kann. Ja, wir, warum sollen wir das verändern? 4-0 gegen Köln und 3-0 war ja der Sieg im ersten Champions-League-Spiel. Mit dieser Aufstellung, da brauchen wir natürlich nichts zu verändern. Da machen wir einfach genau so weiter. Never change a winning team. Also, auf geht's gegen City, klarer Underdog. Mal gucken, was wir hier raus bekommen am Ende. Wirklich gut stehen. Die Luke Bacchio und dann führen wir 1-0 bei Manchester City. Ein astreiner Konter von uns. Ganz stark gespielt. Piontek hat die Übersicht. Sieht Luke Bacchio und dann führen wir mit 1-0 schon hier. Laporte im Weg, aber das macht er gut. Dann ist es kein Abseits und dann in die gegengesetzte Richtung, wo der Torhüter hinläuft. Keine Chance für Ederson. Luke Bacchio macht das ganz stark und trifft. Erster Champions League Treffer für ihn auch. Fängt doch schon mal gut an. Der erste Schuss ist drin bei den Citizens. So. Ein Tor des. Oh. Glück gehabt. Freistoß kommt. Ist unterwegs. Und Agüero kommt da aber mal sträflich frei.
zum Kopfball. Ob Schwolo den bekommen hätte, wage ich zu bezweifeln. Man City presst sehr hoch. Aber da kommt Theo durch. Gut gemacht von Theo Hernandez. Die Flanke ist auch gut und Ederson fängt den. Eine ganz, ganz starke Tat von Brasilianer. Wahnsinnsparade. Er macht es aber gut. Tonali hilft da mit. Kunja jetzt. Gute Übersicht für De Rozon. Und es ist das 2:0. Nächster Konter ist drinne. Hertha für 2:0 bei City. Ganz, ganz stark. Da kann man nichts mehr machen. Aus Citys Sicht. Lang gewartet von De Rozon, was Ederson macht. Und dann überlegt ins lange Eck. Starker Konter von der Hertha. Und das ist gut. Das ist sehr gut. 2:0 schon in Führung. Und den kriegen wir erstmal raus. Halbzeit 2:0 bleibt, auch wenn City da richtig presst. Das ist sehr starkes Pressing von den Citizens. Den Sterling haben wir einigermaßen bisher im Griff gehabt. Und überhaupt City im Griff gehabt. Sehr gut bisher, was wir machen hinten in der Verteidigung. Wir können da ja mal kurz auf die Spielinfos gucken. Ich glaube, es war ein Schuss von City. Ne, drei. Ein Schuss aufs Tor. Mehr Ballbesitz, klar, aber wir haben halt auch zwei Tore gemacht aus unserem Ballbesitz. Also, klar, wir könnten uns nicht beschweren, wenn City schon ein Tor gemacht hätte, aber raus und auch Kunja raus und Cefuic und Fati sollen es richten. Dass das hier so bleibt, wie es ist. Und Fati macht das nicht schlecht. Und Ederson holt den raus. Piontek, guter Ball an zu Fati. Und Ederson ist da. Es bleibt erstmal noch spannend. Den holt Cancelo raus, weil die Ecke nicht so gut war. Starker Ball, De Rozon. Und das ist es. 3:0. Da ist die Entscheidung. Javairo De Rozon mit dem Doppelpack. Sehr stark von Piontek, super gemacht und dann bringt er den Ball an Ederson vorbei ins lange Eck. Was ein Ding. 3:0 gegen Manchester City. Hätte ich persönlich nicht mitgerechnet. War auf jeden Fall natürlich. Ja, wir haben City gut weggehalten vom eigenen Tor. Und das bleibt dabei. 3:0. Hertha siegt bei Manchester City und hat nach zwei Champions League Spielen 6 Punkte. Für City ja nur ein Punkt bisher. Ein ganz wichtiger Erfolg. Wir bauen den Vorsprung erstmal auf. Jetzt sieht man ja, das war so die einzige Chance so von denen so richtig und ja, bis viel mehr ist nicht rumgekommen. Jetzt sieht man es auch, die haben mit nichts geändert in der zweiten Halbzeit. Aber ein ganz wichtiger Erfolg. Ajax Amsterdam gewinnt 1:0 gegen der Spur und bin gespannt, wie Kiew gegen Spartak Moskau Sparta Prag spielt. Sehr. Just some questions regarding the match. Ja, der ist ein ganz starker Auftritt, ne? Merkt man noch. Rieder ist wichtig. Wir
es auf jeden Fall versuchen, solche Siege. Ja, wir hätten eigentlich auch höher gewinnen können, so kann es auch ausdrücken. Ja, natürlich hätten wir das auch höher gewinnen können. So, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir einen Daumen da lasst und den Kanal auch abonniert. Ich melde mich jetzt ab und bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss.